ein schönes Kleid. Ich will es kaufen. Ups, ich glaube, ich habe gar kein Geld. Lilly, so eine Einfältige wie du braucht keine teuren Kleider. Aber ich habe viel Geld und ich werde es für dieses schicke Kleid ausgeben. Das ist es, bitte. Danke Ihnen. Viel Glück, die Einfältige. Entschuldigen Sie, Miss. Was? Wow, ist das für mich? Eine ganze Menge Geld. Nicht so schnell. Kommen Sie mit mir. Juhu, ich werde reich sein. Wovon spricht sie? Ich muss sie folgen, um das herauszufinden. Halt, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen, bevor wir weitergehen. Okay, jetzt kann ich nichts mehr sehen. Mila, pass auf! Aua, die Wand! Nun, wo sind wir? Schaut mal, der Countdown läuft! Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ich euch alle Wettbewerbe gewinnen werde, ihr Verlierer! Alles, was man tun muss, Baumstamm abzulaufen! So einfach war es wohl nicht! Okay, ich schaffe es auf jeden Fall! Der größte Schritt überhaupt! Ups, das ist so peinlich! Wie schön! Was für ein Muster! Ich muss bald von hier runter und meine Hose wechseln. Juhu, ich habe es geschafft. Du bist wirklich etwas Besonderes, Alex. Du hast mich zum Lachen gebracht. Ich bin dran. Man muss sehr langsam gehen, um das Gleichgewicht zu halten. Hey, es ist instabil. Ich falle. Nein, nein. Super, ich habe gut Stamm gegriffen. Ich muss nur kriechen. Ich habe solche Angst. Ich habe sogar Angst, mir das anzuschauen. Hey, es ist viel bequemer, sich im Sitzen zu bewegen. Herzlichen Glückwunsch wieder. Nun, was soll ich tun? Ich hab's. Ich muss die Absätze meiner Schuhe abschneiden. Was macht sie? Jetzt haben meine Schuhe sehr dünne und sehr spitze Pfennigabsätze. Dann falle ich nicht. Wow. Bei Mila klappt es gut. Noch ein letzter Schritt. Ja, ich habe geschafft. Lilly, du bist dran. Ich habe eine Idee. Ich habe auch Nadeln. Aber die Haarnadeln. Aber wenn ich sie so in meine Ballerinas stecke, sehen sie genauso aus wie die von Mila. Jetzt bin ich bereit, mich testen zu lassen. Es klappt! Lilly, sei vorsichtig! Oh no! Erledigt! Wir haben alles geschafft! Oh no! Aua! Wo sind wir? Es sieht nach der nächsten Challenge aus. Und was sollen wir jetzt tun? Weiß ich nicht. Fast am Ziel! Albtraum! Ich brauche Hilfe! Immer mit der Ruhe, Freunde. Kümmere mich um diese Bälle. Passt auf, wie man ausweicht. Nehmt euch ein Beispiel. What? Wieder könntest du vorsichtiger sein? Ich kann nichts sehen. Wo ist meine Brille? Ich weiß, es ist Zeit zum Tanzen. Mit solcher Stimmung und meiner Plastik wird mir kein einziger Ball fangen. Und was soll ich tun? Ich weiche aus so gut, wie ich kann. Du machst das toll, Mila. Ohne Schmeicheleien, bitte, Alex. Aha, ich habe einen genialen Plan. Alex, komm mal her. Nur für eine Sekunde. Ich habe es geschafft. Oh, diese Jungs. Nach rechts ausweichen. Gut gemacht. Puh, da ist meine Brille. Jetzt ist die Zeit endlich ab. Was? Ihr habt gar keinen Fleck an euch. Aber ich bin ganz mit Farbe bedeckt. Wie furchtbar. Ich war bereits schmutzig. Wozu brauche ich noch Farben? Jetzt bin ich ganz blau. Ich schaffe nie wieder sauber werden. Schaut, Alex ist aus. Das ist ein Albtraum. Es sieht nach einer neuen Runde aus. Igitt, das ist ekelhaft. Es bewegt sich. Natürlich, es sind Larven. Aber um zu gewinnen, muss man jedes einzelne Stück essen. Ich bin bereit. Wenn Lilly das kann, kann ich das auch. Entschlossenheit in den Augen und eine erste Haltung. Das ist mein Rezept für den Sieg.
Die Hauptsache ist, nicht aufzuhören und sich vorzustellen, dass ich Nesquik esse, keine Larven. Okay, ich soll das tun. Das ist doch ekelhaft. Nein, ich hasse Insekten. Sie sind so eklig. Ich kann nicht glauben, dass ich das tun kann. Wow, Vita und Lilly sind fast fertig. Ich muss etwas tun. Und ich weiß schon was. Was ist das für ein Gefühl? Es fühlt sich an, als würde mich etwas am Rücken kitzeln. Tanz, tanz, Vita. Schon bald wirst du feststellen, dass es auf deinem Teller noch mehr Leckerbissen gibt. Das kann nicht sein. Ich habe sie alle gegessen. Tja, Mila, jetzt zeige ich dir. Oh, die Zeit ist aber ab. Ich habe Glück. Was? Ich habe jetzt mehr? Heißt das, ich habe verloren? Nein, ich will nicht. Nicht die Farbe. Hilfe. Aber ich will dann der Challenge weiter teilnehmen. Ist die Challenge noch nicht vorbei? Sieht so aus, als ob es nicht so ist. Und ich glaube, ich weiß, was gleich passieren wird. Ein Duell. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Sei versichert, Mila. Nimm das. Aua. Oh. Schöner Schuss. Gute Nacht, Lilly. Ich habe gewonnen. Juhu. Oh nein. Nicht so schnell. Du freust dich zu früh, Mila. Dieser Kampf sollte ein neues Karate-Niveau erreichen. Attacke. Na los. Und möge die Stärkste gewinnen. Nimm das. Komm schon, Lilly. Mit geschlossenen Augen kannst du mich nicht besiegen. Nimm das. Das ist Fatality. Hilfe. Ich habe gewonnen. Ich kann es nicht glauben. Hier ist Ihr Preis. Mein Preis. Geben Sie es schnell her. Jetzt kann ich endlich dieses Kleid kaufen. Hm, hier ist das Geld, bitte. Geben Sie es mir. Warten Sie eine Sekunde. Bitte. Es steht Ihnen sehr gut. Es passt perfekt. Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey, Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Au. Oh mein Gott. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Ich frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittles. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, ist ja gut. Come on! Mia, zieh an deinem Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist. Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Oh mein Gott. Haha, siehst du lustig aus. Du bist voller Farbe. What? Ja, ich habe was gefunden. Marie, schau mal, das ist ein Schlüssel. Ich frage mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Okay. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Okay. Na gut, mal sehen. Was ist das? Das sind ja Würmer. Beruhig dich, Mia. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel. Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben es geöffnet. Wir haben es geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhalme rausgucken. Yummy. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fange ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? Nein. Ah,
das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas. Ich tue das nur, um uns zu befreien. Hm, da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Oh. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Oh, ist das lecker? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Oh, das ist ein stinkendes Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh, wow, ein Regenbogenkuchen. Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Voll lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst die Hälfte haben. Oh Mann, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben es geschafft. Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ene, mene, mist es, krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich habe Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich habe den Code gefunden. Mal wieder ein Code, den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Oh, schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich krieg ich diesmal was Leckeres. Yeah. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment, ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Mh, ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts? Ah, war nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als Erste öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Ah, wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut, mal sehen. Nein! Ah, dieses Blau steht dir sogar. Oh, blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel. Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen. Yeah, wir haben es geschafft. Nun, Mädels, es wird Zeit, unsere Challenge zu beginnen. Ich bin die Erste, die auf den Knopf drückt. Ich liebe die Farbe Blau. Ich hoffe, die bringt mir was Gutes. Ich frage mich, was mich erwartet. Miranda, nichts für ungut, aber Blau hat dich im Stich gelassen. Manches Essen aus diesem Eimer war köstlich, aber jetzt sicher nicht mehr. Aber vielleicht findest du ja was Gutes. Hey, was soll das denn?
Wieso schüttest du mir den ganzen Müll über meinen Kopf? Please! Oh mein Gott, das stinkt ja. Das geht doch nicht. Unseren Regeln nach geht das. Nope. Oh, du stinkst ja. Ich gehe zu Emma. Aha. Ich nehme mir einfach diese Farbe. Es soll rot sein. Oh, deine Intuition finde ich gut. Unter diesem Knopf ist etwas sehr Cooles. Kein Leckerli, kein Spielzeug, sondern etwas richtig Wertvolles. Oh, wow, das ist ja Geld. Ich werde reich sein. Ja, Emma, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Jackpot in dieser Runde gewonnen. Oh Mann, ich bin jetzt super reich. Niemand ist so cool wie ich. Freut mich sehr für dich, Emma. Ach, jetzt laber nicht. Lass mich einfach meinen Gewinn genießen. Ich bin mega reich. Da habe ich Glück gehabt. Ich liebe dieses Geld. Fantastisch. Hä, was stinkt hier denn so? Miranda, sitzt du immer noch im Müll herum? Ja, was soll ich denn sonst tun? Ich konnte hier nur ein paar Pud finden und ein paar Tic-Tac-Bonbons. Und außerdem habe ich dieses Ding hier gefunden. Das sieht aus wie ein Mikrofon. La, 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 la. Oh, das kann ich nicht aushalten. Tut mir leid, ich werde dieses Deodorant benutzen. Denn ich kann diesen schrecklichen Gestank wirklich nicht mehr ausstehen. Hey, mach, dass du wegkommst. Okay. Mädels, es wird Zeit für die zweite Runde. Ich hoffe, dass ich diesmal Glück haben werde. Miranda, du hast recht. Endlich kriegst du auch was Gutes. Super. Could you please? Brötchen? Was soll ich denn damit anfangen? Brötchen an sich schmecken nicht gut. Wer hat denn gesagt, dass du nur Brötchen essen sollst? Hier kriegst du noch ein paar Würstchen. Jetzt hast du alle Zutaten, um dir ein paar Hotdogs zu machen. Ich glaube, mich erwartet ein richtig gutes Mittagessen. What? Wow! Und das ist noch nicht alles. Was ist denn ein Hotdog ohne Soße? Ich habe hier noch Ketchup und Senf für dich. Hey, wieso schüttest du das alles auf mich? Ich sammle einfach alles mit meinen Brötchen auf. Das macht meine Hotdogs viel leckerer. Cool. All right. Vielen Dank. Das ist richtig lecker. Miranda, das freut mich sehr für dich. Es wird Zeit, dass Emma auf den Knopf drückt. Hallo. Diesmal versuche ich diesen Knopf hier. Ich mag die gelbe Farbe. Das hättest du besser nicht tun sollen. Denn dich erwartet dieser stinkende Fischhaufen hier. Fisch? Das gibt's doch nicht. Ich krieg gleich sicher noch mehr davon. Gut, dass ich einen Regenschirm habe. Okay, Emma, du an sich wirst nicht stinken. Aber deine Fische stinken ganz schön sehr. Was? Soll ich jetzt in dieser Stinkekiste sitzen? Nein. Ich habe hier noch was für dich. Dieser kleine Kerlchen hier heißt Wollknäulchen. Hey. Come on! What? Ah, oh nein! Er will mich fressen! Lass mich! Ah, ich habe ja ganz vergessen zu sagen. Er mag es zu spielen. Aber ich glaube, ihr werdet Freunde sein.
Na, Miranda, wie geht's dir? Super, willst du auch einen Hotdog? Oh, ich danke dir vielmals. Richtig toll. Okay, ich hab's verstanden. Dieser Kater kann die Fische aufessen. Er frisst die Fische und ich den Hotdog. Da haben wir beide Glück gehabt. Na, wer will diesmal weitermachen? Ich bin es. Ich habe mich auch schon entschieden, welchen Knopf ich drücke. Come on! Oh, hinter diesem Knopf verbirgt sich was Köstliches und Raffiniertes. Pasta mit Käse. Ich spüre schon italienische Noten in der Luft. What? Nudeln? Aber Nudeln ohne alles, die schmecken doch nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass es dazu noch ein bisschen geraspelten Käse gibt. Ah, das gefällt mir gut. Ein richtiges Abendessen wie im Restaurant. Sehr lecker. Und wenn du denkst, dass das alles ist, dann irrst du dich. Denn dich erwartet noch eine leckere Soße. Oh nein, das hättest du nicht tun sollen. Das ist überflüssig. Jetzt bin ich voller Ketchup. Das tut mir leid, liebe Emma. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich hoffe, du hast nichts gegen frischen Basilikum. What? Oh ja, vielen Dank. Das hat mir noch gefehlt. Miranda, ich komme zu dir. Jetzt bist du dran. Oh, ich hoffe, ich krieg auch was Essbares. Ich bin ganz schön hungrig. Mach dir keine Sorgen, du kriegst was richtig Leckeres. Italienische Pizza. Was könnte besser sein? Aua! Ich liebe Pizza, aber wieso wirfst du sie mir direkt ins Gesicht? Sorry. Das wollte ich nicht. Ich schätze, ich bin nicht der beste italienische Koch. Aber dafür bin ich ziemlich gut in Challenges organisieren. So in etwa. Mädels, ihr habt noch eine Chance, was richtig Cooles zu bekommen. Und ich werde diese Chance nutzen. Täusch mich nicht, roter Knopf. What? Nein, er wird dich im Stich lassen. Ich wollte schon länger mal meine schmutzige Wäsche waschen. Ich denke, es wird an der Zeit, es zu tun. Hä, was ist denn hier los? Wo kommen diese ganzen ekligen, schmutzigen Socken und T-Shirts her? Das Wichtigste ist, dass man das Pulver und das Wasser nicht vergisst. Sonst ist die ganze Wäsche umsonst. Aber das vergesse ich nicht. Hey, was machst du da? Willst du wirklich deine Klamotten in meiner Kiste waschen? Natürlich habe ich das vor. Ich habe keine Zeit, zu Hause Wäsche zu waschen. Ich rate dir, die Ohren zuzuhalten, denn gleich wird es ganz schön nass hier drin. Hier kommt Wasser. Hä, was soll das denn? Perfekt, es kann losgehen. So gefällt es mir. Miranda, jetzt musst du auch einen Knopf drücken. Ist gut. Du hast Glück gehabt, denn dich erwartet ein riesiger, leckerer und sehr appetitlicher Kuchen. Stell dir vor, dass du heute Geburtstag hast. Hauptsache, verpasse deine Chance nicht. Fang die Torte. Hey, zweimal ist zu viel. Schon wieder wirfst du mir es direkt ins Gesicht. Ich zeig's dir noch. Hier, bitte sehr. Diese Wunderkerze ist auch für dich. Und als Krönung gibt es ein kleines Feuerwerk. Miranda, bist du bereit? Was für ein schrecklicher Geburtstag. Ach komm schon, mir gefällt er. Na, endlich ist die Wäsche sauber. Du kannst deine Unterhosen, Socken und T-Shirts zurückkriegen. Die sind sauber. Genau wie ich. Das ist ja eine mega lustige Geschichte, Mary. Du hast mir die Laune verbessert. Oh, schau mal, was ist denn da drüben? Das Schließfach ist auf. Wow, was ist das denn? Das müssen ja Schließfächer sein. Und da ist was draufgemalt. Nein, mach das nicht auf. Wow.
los? Nein! Wo sind wir? Oh. Hier war ich ja noch niemals. So, wir haben Schließfächer. Das muss wohl eine Challenge sein. Dann will ich doch gleich anfangen. Aha, da sind Poppets. Fantastisch. Was für ein Glücksfall. Ich bin mir sicher, das wird Spaß machen. Hm, seltsam. Das muss wohl Fruchtgummi sein, tatsächlich. Soll das denn ernst sein? Aber hundertprozentig. Mann, ist das lecker. Ich wünschte, ich könnte auch was probieren. Sorry, Mädels, aber diese Poppets gehören mir. Die sind so richtig süß. Lecker, lecker. Du bist ja voll schnell. Hättest mit uns auch teilen können. Hm, da ist noch ein Poppet übrig. Das müssen wir uns schnappen. Nicht diesmal. Finger weg. Und kommt ja nicht zu nah. Okay, Mary, dann bist du jetzt dran. Okay, ich bin bereit. Mal sehen, was da drin ist. Ich kann nichts sehen, aber ich kann versuchen, es zu ertasten. Ist was Glitschiges und Kaltes. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das sind ja lebendige Würmer. Ach du meine Güte. Schmeiß sie einfach weg. Meine Hand hat einen Krampf bekommen. Okay, die Würmer sind weg. Ja, weil die alle auf meinem Kopf gelandet sind. Was für ein Albtraum. Ups, das ist ja peinlich. Ich muss mir dringend was überlegen. Mach dir keine Sorgen. Der Staubsauger wird sie einsaugen. Oh, das sieht ja nach einem Schnurrbart aus. Hilfe, nehmt den Wurm sofort ab. Hey, was machst du? Lass mich los. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Jetzt bist du in Ordnung, oder? Was ist denn mit dir passiert, Chelsea? Du siehst nach einer Insta-Diva aus. Du findest, das ist lustig? Warte, gleich passiert noch was viel Lustigeres. Was hast du angerichtet? Geht. Das ist ja mega eklig. Ich muss mir den Mund spülen oder so. Komm schon, das war doch nur Spaß. Mach deinen Safe auf. Na, den habe ich ja ganz vergessen. Wow! Oh, was ist das denn? Sieht nach einem Zaubertrank aus. Probieren wir mal. Schmeckt nicht gerade gut. Aber... What? Hä? Was für ein seltsames Gefühl. Ich glaube, ich schrumpfe. Chelsea, ich verstehe gar nichts. Seht ihr mich? Ich bin hier. Hilfe! Okay. Keine Sorge, Clarissa. Ich heb dich hoch. Du bist so klein und so niedlich. Setz dich hin. Hallo, meine Süße. Lass mal spielen. Hey, lass mich in Ruhe. Oh, die beißt ja. Das tut weh. Das geschieht dir zurecht. Clarissa, du hast mich wütend gemacht. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Viel Spaß mit diesem Wurm hier. Ein Wurm, den habe ich doch in 0, nichts umgelegt. Na, warte. Aua, was für ein Schlag. Jetzt hast du mich aber wütend gemacht. Nimm das und das und das. Und ein letzter Schlag. Ja! Wow, sie hat es geschafft. Wow, was für ein cooler Sprung. Okay, ich bin wieder in meiner normalen Größe. Diesmal will ich aber anfangen. Ich bin mir sicher, es wird mich was Leckeres erwarten. Ein Mars-Cocktail, fantastisch. Es wird Zeit, dass ich mich ein bisschen erfrische. Wieso kommt da nichts? Mummerchen, du musst doch die Flasche öffnen. Ach so, ganz genau, habe ich vergessen. Was würde ich nur ohne dich tun, Mary? Kannst du mir auch was geben? Okay. Aber natürlich doch. Ha, reingefallen, das war doch nur ein Scherz. Das ist mein Cocktail und ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Ist das lecker, richtig großartig. Zu schade, dass ich nichts probieren werde. Das wirst du mir büßen. Was machst du da, Mary? Hör auf. Du hast alles verschüttet. Hättest mit mir teilen sollen. Chelsea, jetzt bist du dran. Oh nein, bloß kein Fisch. Ich hasse Fisch. Pack ihn weg.
Na komm schon, iss. Oh. Ich habe wirklich keine Lust darauf. Aber es führt wohl kein Weg daran vorbei. Oh, mehr schaffe ich nicht. Come on! Du musst weitermachen, das sind die Regeln. Na gut. Wie ist das denn möglich? Sieht ja mega eklig aus. Das war's, ich bin fertig. Hey, was fällt dir ein? Mary, hör auf zu kichern, jetzt bist du dran. Wie du meinst. Da ist ein Bonbon drin. Aber wieso nur eins? Ich weiß es nicht. Kommt mir seltsam vor. Probieren wir mal. Schmeckt lecker, aber ist nur ein kleiner Bissen. Was für ein seltsames Bonbon. Wie auch immer, ich esse es fertig. Hä, was ist das denn? Was hast du auf deinem Gesicht? Und auf meinen Händen? Das sieht ja nach einem Skittles-Ausschlag aus. Voll cool. Wow. Lass du mich auch mal probieren? Bitte, bitte. Mann, ist das lecker. Oh ja, jetzt wachsen die Dinger auch auf meinem Gesicht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir genug Süßigkeiten für uns beide. Mädels, habt ihr sie noch alle? Jetzt bin ich aber dran. Cool, der Smiley gefällt mir. Das ist ein gutes Zeichen. Wow, das war ja ein iPhone. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm, ich helfe dir, Fotos zu machen. Hey, du ruinierst meine Selfies. Hey. Oh. Gib das Handy her. Ich will auch ein paar Selfies machen. Oh, Mädels, jetzt hört auf, euch zu streiten. Oh, was für ein cooles Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Gib sofort das Handy zurück. Was habt ihr angerichtet? Oh, wie peinlich. Chelsea, das tut uns leid. Ich glaube, wir haben dein iPhone kaputt gemacht. Was habt ihr getan? Der Display ist zerstört. Wie konntet ihr bloß? Wir waren es nicht. Wie auch immer, es kann weitergehen. Hört ihr dieses seltsame Geräusch? Was ist da drin? Ich schau mal rein. Ach du meine Güte, das ist ja ein Frosch. Larissa, und er sitzt auf deinem Kopf. Nein, pack ihn weg, bitte. Puh, endlich bin ich ihn los. Okay. Nein, er ist immer noch da. Er sitzt auf meiner Schulter. Oh, wie eklig. So richtig glitschig. Hey, was hast du getan? Er ist in meinem Mund gelandet. Du kannst ihn zurückhaben. Mädels, schaut mal. Der Frosch ist doch voll süß. Wird er sich vielleicht in einen Prinzen verwandeln, wenn ich ihn küsse? Willst du das wirklich tun? Ja, ich hab's getan. Aber der Zauber funktioniert wohl nicht. Du hast einen Frosch geküsst, meine Güte. Mal schauen, was mich erwartet. Hä? Sieht nach einem Zylinder aus. Habt ihr eine Ahnung, was ich damit tun soll? Keine Ahnung, Mary. Ich habe eine schlechte Nachricht. Clarissa, ich glaube, dein Frosch ist verschwunden. Oder besser gesagt, er hat sich in einen Schokofrosch verwandelt. Oh, sieht köstlich aus. Ist tatsächlich aus Schokolade. Großartig. So gefällt er mir. Zu schade, dass er nur so klein war. Lass uns noch was in Schokolade verwandeln. Wie wär's mit meinem kaputten iPhone? Wow, es hat geklappt. Jetzt ist es wohl essbar. Probier es. Ja, ich hatte recht. Das schmeckt super. Mary, wieso ziehst du den Zylinder nicht an? Tatsächlich, wieso nicht? Oh, Chelsea, schau mal, was mit Mary passiert ist. Sie ist schokoladig geworden. Lass sie mal probieren. Schau mal, ich habe einen Schokofinger. Hä, hast du sie noch alle? Der Finger gehört Mary. Kleb ihn sofort wieder zurück. Okay, wie du meinst. Ich habe eine Idee, wie wir sie wieder zurückverwandeln. Wir müssen den Zylinder abnehmen. Hä, was ist hier passiert? Ich kann mich an nichts erinnern. Das spielt keine Rolle.
Lasst uns unsere Schließfächer öffnen. Ich habe ein gutes Gefühl. Dieser Smiley sieht gut aus. Oh ja, ich habe ein ganzes Glas Nutella. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Der Deckel ist ab. Den brauche ich nicht mehr. Mary, könntest du ein bisschen vorsichtiger sein? Ja, sorry, das wollte ich nicht. Hey, du hast mein Gesicht getroffen. Tut mir leid, ich kann mich nicht beherrschen, wenn ich ein ganzes Glas Nutella in der Hand halte. Schau mal, wie lecker das ist. Hey, Finger weg. Das gehört mir alleine. Jetzt habe ich eine Schokolase. Vielen Dank für das Vergnügen, Mary. Das ist aus Versehen passiert. Wie auch immer, den Rest esse ich alleine. Oh, schau dir Mary an. Die sieht ja wie ein Ferkel aus. Ich habe fast alles aufgegessen. Oh nein, meine Hand steckt fest. Oh, bist du tollpatschig. Kannst du mir bitte helfen? Ohne dich schaffe ich das nicht. Ist ja gut. Komm. Na komm schon. Es hat geklappt. Die Nutella gehört jetzt uns. Chelsea, lass es dir schmecken. Ich bin in Ordnung. Vielen Dank für eure Hilfe. Du meine Güte, wie siehst du denn aus? Na, wie denn wohl? Schokoladig. Übrigens, ihr habt noch eure Schließfächer. Das riecht irgendwie gar nicht gut. Bloß nicht das, es ist ja Schimmelkäse. Ich wusste ja, dass der Inhalt mir nicht gefallen würde, aber dass das so schlimm sein würde. Ich muss gleich kotzen. Tut mir leid, Chelsea, aber du musst das Ding essen. Was hast du getan? Das ist doch mega ekelhaft. Oh, das ist der schlimmste Käse, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Armes Ding, ich kann gar nicht zuschauen. Okay, ihr könnt mir gratulieren, ich hab's geschafft. Freut mich für dich. Nice. Dann schauen wir mal, was uns in meinem Safe erwartet. Was ist das denn? Wir werden zurückbefördert. Leute, wo sind wir? Das Spiel läuft. Oh nein, wir sind noch nicht bereit. Einschalten der Bewegungssensoren. No, please. Die Hauptsache ist, uns nicht zu bewegen und nicht atmen. Ich habe Angst, ich will zu meiner Mama. Die Bewegungsmelder sind ausgeschaltet. Tom, sei vorsichtig. Sorry, ich dachte bloß, es wäre besser, wenn ich langsam bin. Dazu habe ich andere Gedanken. Ich finde, ich sollte konkurrenzlos werden. Hey, was hast du getan? Einschalten der Bewegungssensoren. Das Scannen beginnt. Oh nein, ich glaube, ich muss niesen. Ich kann das nicht ändern. Oh nein. Bewegung festgelegt. Oh nein, nein, bitte nicht. Das kam zufällig aus. Ich will noch nicht sterben. Andy's an allem schuld. Die Bewegungsmelder ausgeschaltet. Sieht so aus, als hätte Tom die Wahrheit gesagt. Andy hat ihn reingelegt. Nun, er wird das verantworten müssen. Sorry, Andy, aber deine Stürsenkel haben mich auf einen Gedanken gebracht. Mal sehen, wie du weitermachst. Oh nein, ich falle, nein! Bewegungsmelder eingeschaltet. Los, nicht jetzt! Bewegung entdeckt. Der Spieler ist nicht mehr im Spiel. Nein, gib mir eine Chance, ich kann auch gewinnen. Nein, bloß nicht. Macht's gut. Bewegungsmelder ausgeschaltet. Fantastisch, ich hab's geschafft. Leute, ich bin in der nächsten Runde. Ja, wir auch. Bewegungssensoren eingeschaltet. Niemand wurde entdeckt. Wir gehen in die nächste Runde. Ich frage mich, was wir diesmal machen müssen. What? Ich verstehe es nicht. Oh, diese Kekse sind voll süß. Ich liebe es. Ihr sollt ihn nicht essen, sondern die richtige Form ausschneiden. Die Zeit ist knapp. Versucht gar nicht schneller zu sein als ich. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin mir sicher, ich werde das schaffen. Außerdem habe ich eine Idee. Irgendwie ist mir schlecht. Ups, ich habe das Gleichgewicht verloren. Nein, mein Keks ist zerbrochen. Wir haben einen Verlierer. Nein, bitte, bitte, gib mir noch eine Chance. Das ist unmöglich. So lauten die Regeln. Mach's gut. Das war's, dein Spiel ist vorbei. So schnell geht das. Es
bleibt nicht viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich hab's fast geschafft. Ich werde die Barbie-Methode ausprobieren. Oh nein, das war eine schlechte Idee. Vielleicht bemerkt das ja niemand. What? Ich glaube, da scheidet noch jemand aus. Versuch bloß nichts zu verbergen. Ich lass mich nicht täuschen. Zeig mir deinen Keks. Keks? Aber ich habe die Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Gib mir noch Zeit. Du hast bereits verloren. Der Keks ist zerbrochen. Es gibt keinen Sinn, weiterzumachen. Nein, bitte. Lass mich weitermachen. Das war nur ein Unfall. Das macht mir Angst. Das wird ja mega knapp hier. Aber ich hab's geschafft. Ja, ich hab's auch geschafft. Siehst du, wir sind bereits fertig. Ich kann das auch noch schaffen. Es ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Sekunden übrig. Ich muss mich anstrengen. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab fast mein Dreieck ausgeschnitten. 3 Sekunden. 2, 1. Stopp. Ich hab's geschafft. Ich gehe weiter. Schaut euch diese perfekte Form an. Glückwunsch, das war toll. Ich will mir gar nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Wow, so viele Hot Dogs. Sieht toll aus. Mal sehen, ob ihr die Portionen in 3 Minuten essen könnt. Ha, gebt sofort auf. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Ich habe einen ausgezeichneten Appetit. Zieh keine voreiligen Schlüsse, Susie. Wir haben eine Überraschung für dich. Mal sehen, wie würzig du deine Hotdogs magst. Sie hat sicher keine Chance. Es ist nur noch ein bisschen übrig. Das heißt noch gar nichts. Wieso ist das so scharf? Ich verbrenne! Hilfe! Oh, was für eine Flamme. Damit könnte ich mein Essen braten. Was hast du vor, Barbie? Oh nein, das ging nicht nach Plan. Meine Hot Dogs haben sich in Kohle verwandelt. Was soll ich jetzt essen? Ich brauche dringend Wasser. Ah, stimmt. Ich habe doch noch eine ganze Flasche. Oh, jetzt geht's mir besser. Was für eine Erleichterung. Susie, du siehst aus wie ein Luftballon. Na und, dafür geht's mir gut. Hey, was hast du getan? Lass mich in Ruhe. Oh nein, bloß nicht das. Nein, jetzt bin ich auch noch klatschnass. Tut mir leid, aber du bist selber schuld. Oh, ganz schön kalt hier. Ich muss mich abtrocknen. Oh, was für eine starke Luftströmung. Das hat mich fast umgehauen. Schluss mit dem Unfug. Komm, iss deine Kohle. Warum hast du mich daran erinnert? Ich will nicht. Komm schon, Barbie, reiß dich zusammen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie eklig das ist. Ja, Hotdogs essen ist viel angenehmer. Na, da muss ich aber sofort eingreifen. Einen dieser Hotdogs werde ich einfach wegwerfen. Sie wird ihn nicht wiederfinden. Barbie hat tatsächlich die ganze Kohle aufgegessen. Die Zeit ist um. Ich muss mir eure Ergebnisse ansehen. Nichts auf dem Tisch. Hey! Ich denke, du solltest noch auf dem Boden überprüfen. Keine schlechte Idee. Was sehe ich? Ein Hotdog, der Poli gehört. Aber er war nicht auf dem Teller. Ich schwöre. Ich habe alles aufgegessen. Das spielt keine Rolle mehr. Du hast verloren. Aber das ist voll unfair. Wir kommen weiter. Schau mal, das ist ja eine Spielkonsole. Das ist richtig. Und ihr müsst sie zeichnen. Okay, damit kann ich umgehen. Gegen mich hast du keine Chance. Meine Arbeit wird definitiv besser sein. Ich habe bereits eine Skizze. Hier ist nicht mehr viel übrig. Oh wow, ich habe Barbie unterschätzt. Das ist ja großartig. Ich muss mir sofort was einfallen lassen. Ich weiß. Ich habe einen weiteren raffinierten Plan. Pass auf, Barbie. Bald wirst du nichts mehr zum Malen haben. Du bleibst ohne Pinsel. Voila. Und weg ist der Pinsel. Gut gemacht. Was lachst du, Susie? Oh nein, wo ist mein Pinsel hin? Alles klar, du hast so gut wie verloren. Niemals, ich werde nicht aufgeben. Es muss definitiv einen Weg geben. Ich versuche einfach mit der anderen Seite zu zeichnen.
Es klappt. Sieht sogar gut aus. Yeah! Oh nein, What? Sie hat es geschafft. Gib das sofort zurück. Ich mache deinen Pinsel nochmal kaputt. Du kannst sicher nicht gewinnen. Das ist nicht fair. Das bricht alle Regeln. Okay, das kann ich aber auch machen. Ich glaube, du brauchst etwas mehr schwarze Farbe. Nein, tu das nicht. Oh ja, so sieht's viel besser aus. Die Zeit ist um. Seid ihr fertig? Hier, das ist meine Arbeit. Und ich kann nichts zeigen. Barbie hat alles ruiniert. Eindeutige Niederlage. Tut mir leid. Wie konntest du nur, Barbie? Ich dachte, du wärst gut. Aber du hast das selber gewollt. Yeah, der Sieg ist mein. Ich hab's geschafft. Diese Spielkonsole geht an dich. Wow. Super. Ich habe die ganze Tortur nicht umsonst mitgemacht. Das Spiel war es wert. Ich bin so glücklich. Na komm, na komm, na komm. Ich will gewinnen. Ah, du spielst ganz schön gut. Ja, ich habe Spaß mit dir. High five, Kumpel. Wow, wo sind wir hier? Oh nein, jetzt sind wir hier eingesperrt. Oh. Obwohl? Hör auf zu schreien. Das ist doch voll interessant hier. Marie, was machst du da? Na, ich versuche, diese Safes zu öffnen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Schau mal, da ist noch was anderes. In diesem Kasten müssen wohl die Schlüssel sein. Nein, ich will da nicht reingreifen. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Och, Menno, ich muss es wohl tun. Okay, wünscht mir einfach viel Glück. Ah, was ist das denn? Muss doch wohl nur Wasser sein. Mach dir keine Sorgen. Okay. Das ist ja gar kein Schlüssel. Das ist ein Fisch. Oh, schau mal, wie hübsch der ist. Wir müssen ihn wieder zurück ins Wasser legen. Aha, da ist der Schlüssel. Das ist er. Marie, jetzt komm mit. Das ist der rote Schlüssel. Der gehört zum roten Schloss. Mal sehen. Was? Das ist ja ein Dynamit. Ein Dynamit? Oh mein Gott, was sollen wir jetzt so tun? Ah, ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Gut, dass ich so eine Zange mit hatte. Genau das, was ich brauche. Willst du sie nehmen? Nein, du bist mutiger. Okay, ich werde es versuchen. Ich hoffe, das wird nicht explodieren. Ich nehme einfach das gelbe Kabel. Oh. Ah, es hat geklappt. Nein, es hat gar nicht geklappt. Mann, oh, das stinkt ja. Aber dafür brauche ich jetzt deine Bürste. Oh, das ist ja voll die gute Idee. Nein, die gehört jetzt mir. Oh. Weißt du was? Du kannst den nächsten Schlüssel rausfischen. Okay, ich bin stark. Ich kann das schaffen. Ich frag mich, was das ist. Aha, das ist ein Gummibärchen. Na, zumindest was Leckeres. Aber ich muss sofort den Schlüssel rausholen. Na wunderbar, dann habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Mia, öffne den Safe. Das kannst du selber tun. Okay, das lila Schloss. Hm? Oh, das ist ja was richtig Kleines. Wow. Jetzt habe ich Glitzer im Gesicht. Super, daraus kannst du dir ein cooles Make-up machen. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Make-up. Such den nächsten Schlüssel. Okay. Ich hoffe, dass das nichts Unheimliches ist. Ist das ein Dinosaurier? No. Oder ein Krokodil? Nein, die wären viel zu groß. Was ist das tatsächlich? Oh, wow, das ist ja ein echtes Chamäleon. Ich habe noch nie ein echtes Chamäleon gesehen. Du bist ja niedlich. Ich lass dich in Ruhe. Ich brauche nur den Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den grünen Safe zu öffnen. Du sagst es.
ich frag mich, was das ist. Wie verwendet man denn so eine Geldkanone? Oh, wow, da ist ja eine Menge Geld drin. Alles nur für mich? Ich fühle mich wie das reichste Mädchen der Welt. Super. Marie, gib mir das Geld. Und du kannst den nächsten Schlüssel suchen gehen. Wenn ich nur einen kleinen Blick drauf werfe? Nein, das darfst du nicht. Okay, okay, ich werde ihn ehrlich rausholen. Oh, das fühlt sich ja richtig toll an. Ist das kinetischer Sand? Ah, da ist der Schlüssel. Super. Es wird Zeit, den blauen Safe zu öffnen. Seltsam. Ich frage mich, was passiert, wenn ich daran ziehe. Oh, wow. Es hat geregnet. Versuch es noch einmal. Oh, wie cool. Ich liebe diese Orbis. Wunderbar. Oh, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Den werde ich rausholen. Hä, was ist das denn? Das ist ja was richtig Ekliges. Okay, ich muss einfach nur den Schlüssel rausholen. Einfach nur den Schlüssel rausholen. Ach du meine Güte. Nimm diesen Wurm raus. Oh, endlich. Jetzt kann ich das Schloss öffnen. Was ist denn da drin? Ach du meine Güte. So viel Schaum. Haha, voll die coole Schaumparty. Ja, jetzt kann ich noch das hier machen. Macht voll viel Spaß. Du bist an der Reihe. Nach den Würmern habe ich besonders Angst. Das ist was Glitschiges und was Elastisches. Du musst aber trotzdem den Schlüssel rausziehen. Komm schon. Okay. Was ist das denn? Ah, das ist ja ein Auge. Das ist ein Glotzer. Der schmeckt richtig lecker. Hey, was machst du da? Das ist doch nur ein Bonbon. Los, such nach dem Schlüssel. Da ist er. Super. Es wird Zeit, den hellblauen Safe zu öffnen. Mia, ich möchte dir die Möglichkeit geben, auf den Knopf zu drücken. Erledigt. Oh nein. Oh, das ist ja richtig widerlich. Ha, gut, dass ich den Knopf gedrückt habe. Zumindest bin ich nicht bekleckert. Und wie auch immer, es wird Zeit für den nächsten Schlüssel. Was ist das? Igitt, das sind ja Haare. Hey, wieso wirfst du die in meine Richtung? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aha, da ist der Schlüssel. Es wird Zeit, den schwarzen Safe zu öffnen. Ja, jetzt mach doch endlich. Wow, es stellt sich heraus, dass im schwarzen Tresor Leckereien drin sind. Und zwar Oreo-Kekse. Willst du einen Keks? Oh, vielen Dank. Lecker Schmecker. Oh, unglaublich gut. Hey, du hättest mir auch noch einen Keks geben können, oder? Tut mir leid, ich war zu hungrig. Such nach dem nächsten Schlüssel. Ah, ich frag mich, was da drin ist. Oh, was Schleimiges. Das sind ja rohe Eier. Aber ich habe den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was im gelben Safe drin ist. Mia, willst du ihn öffnen? Moment mal. Okay, öffne ihn. Oder doch nicht. Mach mal Platz hier. Ich werde nämlich den Safe öffnen. Das sind ja Federn. Ach du meine Güte, das sieht ja lustig aus. Ich habe seit langem nichts mehr gesehen, was so lustig ist. Ja, hol du nur den letzten Schlüssel. Ja, mein Hähnchen, ich gehe ja schon. Okay, die letzte Runde. Was ist das? Ah, das sind Maden. Ich muss so schnell wie möglich den Schlüssel rausholen.
Ich wäre fast ohnmächtig vor Angst geworden. Ich hoffe, in diesem Safe ist was Cooles drin. Du Arme. Mal sehen. Ja, das ist der Schlüssel zu unserer Freiheit. Wir haben die Challenge gemeistert. Wir haben es geschafft. Ja, nichts wie raus hier. Wow, Nancy, hier gibt es so viele interessante Sachen. Hallo Mädels, habt ihr Lust auf ein Zauberspiel? Ihr bekommt den besten Preis. Wow, lass es uns versuchen. Ich bin sicher, wir werden gewinnen. Wir müssen nur richtig zielen. Gewonnen! Nancy, du bist ein guter Schütze. Oh, was ist nun mit uns los? Wir sind so klein geworden. Ja, ich hab euch. Ich habe euch einen Preis versprochen, den bekommt ihr gleich. Gute Reise, Mädels. Was ist los? Wo sind wir? Willkommen bei der Mystery Button Challenge. Was für eine Challenge? Warum sind wir in Käfigen? Und warum sind da Kameras? Beobachtet uns jemand? Hey, Leute, holt uns hier raus! Warum schreit ihr so? Der ganze Spaß liegt doch nur vor uns. Jillian, drück den Knopf. Hab keine Angst. Es ist wahr, der Knopf ist überhaupt nicht furchterregend. Vor allem, weil du ein leckeres Getränk von Starbucks bekommst. Schau mal, wie lecker das ist. Noch mit Schlagsahne. Jillian, alles ist für dich. Genieße es. Vergiss nur nicht zu atmen und kümmere dich um dein schönes Haar. Und zur Dekoration eine Haube als Salterschlagsahne. Sie steht dir sehr gut und schmeckt auch gut. Probier mal. Hey, das ist meins. Wow. Sehr lecker. Yummy. So zart. Interessant. Oh, yeah. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Was haben wir denn hier? Aha, Katzenfutter. Wir alle mögen Katzen. Wirklich, dieses Päckchen ist nur für dich, Nancy. Ja, es stinkt ein bisschen. Aber vielleicht schmeckt es noch besser. Lass es Thunfischregen geben. Oh, ich glaube, Nancy hat das nicht gefallen. Vielleicht wird sie beim nächsten Mal mehr Glück haben. So, jetzt Jillian wieder dran. Interessant, was bekommen Sie diesmal? Okay. Ich drücke diesen Knopf. Mal sehen. Oh ja, es ist Coca-Cola. Alle mögen sie. Und es gibt eine Menge davon, eine ganze Pyramide. Oh, Jillian, pass auf. Die Cola kommt auf dich zu wie ein Eishagel. Ich hoffe, du bekommst keine Beule. Nein. Du kannst aber kühle Cola genießen. Ich habe Katzenfutter und sie Cola. Das ist unfair. Okay, Nancy, was hast du diesmal? Wow, das ist ein Eispflaster. Damit kann man Sachen einfrieren. Probieren aus. Er ist geladen und bereit für einen Eisangriff. Aber sei vorsichtig. Wow, gefrorene Cola schmeckt noch besser. Echte Eiscreme. Jillian, lass mich probieren. Ich habe die Cola eingefroren. Nein, dann kriegst du eine. Mein Superstrahl wird sich in eine Eisstadt verwandeln. Ja, jetzt kann man die Winterparks mit dir dekorieren. Und während Jillian eine Eisstadt bleibt, schauen wir mal, was sie als nächstes erwartet. Mmm, Nesquik-Kakao. Es riecht so gut und ist heiß. Genau richtig, um unsere Schneekönigin Jillian zu schmelzen. Schaut mal, es hat geklappt. Eine schöne Schokoladendusche. Was könnte besser sein? Oh, ich fühle mich besser. Danke. Gern geschehen. Manu. Nancy, dein Blaster ist bereits entladen. Du kannst niemanden mehr einfrieren. Jillian, drück den Knopf. Es ist so interessant hier. Jedes Mal gibt es eine neue Überraschung. Was kommt denn jetzt? Wow, das ist eine Hightech-Brille. Die ist eine geheime Entwicklung von Spezialdiensten. Nur echte Spione haben solche.
Leihen wir sie uns für eine Weile aus. Alles für unsere Challenge. Jillian, fang sie. Aber sei vorsichtig. Es ist eine wertvolle Sache. Wow, es ist, als wäre ich in einem Computerspiel. Wow, was ist das? Hinweise? Ich werde den Smile-Button drücken. Ich glaube, so komme ich an die Goodies, die längst überfällig sind. Nun, du hast recht, Jillian. Der riesige Eimer mit süßem Karamellpopcorn gehört dir. Das ist noch knusprig. Ich wünschte, ich könnte es jetzt mit ins Kino nehmen, um einen neuen Actionfilm zu sehen. Aber auch ohne Film hat man was zu tun. Mit einer ganzen Menge Popcorn. Es ist keine leichte Aufgabe, aber du schaffst es. Wow! Das schmeckt aber so gut. Ich will noch einen Knopf drücken. Und diesen. Mal sehen, was du bekommst. Wow, eine große Tüte mit bunten Skittles. Ich weiß, dass du sie sehr magst. Warum bekommen wir immer den üblichen Wasserregen statt leckeren Süßigkeitenregen? Das ist so cool! Ich stimme zu. So, und was für ein Knopf ist das? Wir warten schon. Wow, es ist ein riesiges Päckchen mit zarten Marshmallows. Die schmecken so gut. Jillian, du hast so viel Glück. Du schwimmst gerade zu den Süßigkeiten. Wir alle würden jetzt gerne an deiner Stelle sein. Viel Spaß. Oh ja, sie sind so zart und lecker. Ich kann sie ewig essen. Entschuldigung, könntest du mir bitte sagen, welchen Knopf soll ich drücken, um Leckerei zu bekommen? Ja, den grünen. Dankeschön. Interessant, was ich bekomme. Ich sag dir nur, ungern Nancy, aber du hast einen schlechten gesalzenen Fisch. Hier geht's. Was für ein Geruch. Nun, vielleicht magst du ihn ja. Ich meine, so viele Leute, so viele Geschmäcker. Einige von uns mögen etwas Salziges. Ja, du scheinst es nicht zu mögen, oder? Aber was soll man machen? Das sind die Regeln unserer Challenge. Man kann alles bekommen. Jillian, das war unfair. Gib mir deine Brille. Interessant, was ich damit sehen kann. Wow, hier gibt es überall Hinweise. Ich werde den Exit-Knopf drücken. Und ich werde frei sein. Ah, was ist los? Hilfe! Mein Käfig wird mich auffressen. Oh, alles ist schon in Ordnung. Du bist so lustig. Jillian, jetzt bist du dran. Such dir einen Knopf aus. Aber keine Hinweise mehr. Interessant, was haben wir denn? Unser Lieblings-Nutella. So süß und lecker. Was könnte besser sein als ein Wasserfall aus Schokolade und Haselnüssen? Die dicke, zarte Paste harmoniert perfekt mit zarten Marshmallows. Oh mein Gott! Jillian, du hast alle beste Süßigkeiten. Nancy hatte wieder Glück. Nancy, was bekommst du denn? Oh, Jelly Belly süße Bohnen. Wie aufregend. Aber die Sache hat einen Haken. Diese Bonbons gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Man weiß es nie, bis man sie probiert hat. Also, Nancy, was hast du diesmal? Sie sind so interessant. Ich probiere mal diesen. Nancy, wie schmeckt das? Wow, es ist ein unsichtbares Zauberbonbon. Nancy, wo bist du? Hey, ist sie weggelaufen und hat mir nichts gesagt? Echte Freunde machen sowas nicht. Nancy, wo hast du dich versteckt? Niemand sieht mich. Das kann ich benutzen. Meine Nase. Nancy, warte mal. Ich fange dich gleich. Ich fange dich. Wo bist du? Hey, komm schon raus. Oh, was ist das? Das ist der Schlüssel vom Käfig. Hurra, ich bin frei. Und jetzt, Jillian? What? Komm raus, komm schon. Lass uns weglaufen. Tschüss, böser Clown.